regiono saugumą. Junktinės Amerikos valstijos, Lietuva ir kiti mūsų alijanso partneriai darome labai daug, bet negalime sustoti. Mes negalime leisti, kad Ukrainos miestai taptų dar viena Srebrenica, Groznu ar Alepu. Pagalbos teikimas Ukrainai turi tęstis. Privalome raginti mūsų partnerius, patikrinti sandėlius, didinti užsakymus ir siūsti Ukrainai pagalbą, kurios jai labiausiai reikia. Rusijos pradėtas karas reiškia ir humanitarinę bei galimą ekologinę krizę. Turime dėti visas pastangas, kad būtų užtikrinti humanitariniai koridoriai ir saugiosios zonos aplink atomines elektrines, kurios panašu tampa Rusijos karo mašinos taikiniais. Džiaugiuosi, kad JAV didina karinį buvimą Baltijos regione tiek žmonėmis, tiek įranga. JAV kariai saugo mūsų šalį, petis petin su mumis ir kitais NATO partneriais. Žinome, kad sąjungininkų įsipareigojimai mūsų saugumui yra nepajudinami. Tačiau, jei norime dar tvirtesnio NATO politinio stuburo, turime užtikrinti, kad yra padengtos nepramušama gynyba. Rusijos ekonominė blokada dar nėra pasiekusi NATO partnerių gemeinsam unsere Wir stehen eng zusammen. Wenn wir die NATO politisch stärker machen wollen, dann müssen wir auch den baltischen Staaten Sicherheit bieten. Russland hat noch nicht das absolute Niveau der Isolation erreicht und hier müssen noch stärkere Sanktionen greifen. Wir müssen alle verfügbaren Lücken schließen und alle Ressourcen, die wir verwenden, werden genutzt, um die Militäroperation Russlands zurückzuweisen. Die USA stehen zusammen mit der Ukraine und den baltischen Staaten. Wir werden alles tun, hier zusammen weiter aktiv zu werden. Und das ist die Realität, nicht irgendein Hintergrund. Der Besuch des Außenministers zeigt, dass die USA weiterhin mit Litauen und den baltischen Staaten gemeinsam zusammenstehen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Es war wirklich eine Ehre, hier Zeit mit dem Präsidenten, mit der Premierministerin und Ihnen zu verbringen. Und erlauben Sie mir zu Beginn einen persönlichen Kommentar. Ich freue mich sehr darüber, wie stark Sie sich hier aussprechen, auch über unsere Beziehungen, auch die Beziehungen mit der NATO. Und das macht hier einen großen Unterschied und das wissen wir sehr zu schätzen. Ich freue mich, dass ich mit Bob Gilhurst hier sein kann, unserem Botschafter in der Ukraine. Und dies ist ein Anlass, wo wir auch 100 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen den USA und Litauen feiern mit unseren NATO-Verbündeten und Partnern. Wir haben eine gemeinsame Verpflichtung der Demokratie, den Menschenrechten, der Weltordnung, die sich auf Gerechtigkeit basiert. Und dies vor dem Hintergrund von Jahrzehnten. Die Vereinigten Staaten haben dies nie anerkannt. In den letzten Jahren hat Moskau sich dafür entschieden, die Demokratie zu unterminieren. Es gab Desinformationskampagnen und Cyberattacken. Das heißt, die offene und freie, lebhafte Gemeinschaft, die sich in der Ukraine entwickelt hat nach der Zeit der Sowjetunion, zeigt, was möglich ist, wenn sich Menschen für den Weg des Westens entscheiden. Auch die Mitgliedschaft in der NATO und der Europäischen Union, die Bestrebungen dazu, zeigen dies. Und dieses Land hat auch zu beiden Organisationen beigetragen, hier Litauen. Litauen zeigt, dass es dem Frieden verschrieben ist. Und Präsident Biden konnte sich selbst davon überzeugen im letzten Jahr. Und es gibt hier auch pro-demokratische Aktivisten, die hier Schutz finden, die durch Menschenrechtsverletzungen verfolgt waren und tragen dazu bei, dass Journalisten sicher sein können. Wie wertvoll und wirklich wichtig diese Verpflichtungen, dieses Engagement doch ist.
Die Vereinigten Staaten und Litauen stehen sehr entschlossen zusammen mit der Ukraine. Auch die Kapazität der Ukraine zur Verteidigung muss hier gestärkt werden. Wir liefern auch humanitäre Hilfe für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Wir erhöhen die Rechnung, die Russland zu zahlen hat, in diesem Krieg, den es selbst gewählt hat. Und wir arbeiten weiter auch an unserer gemeinsamen Verteidigungsfähigkeit, sodass unsere Verbündeten auch schlagkräftig sind. 7000 Streitkräfte werden in Europa stationiert. Es gibt bereits etliche davon in Europa. Und dann auch die Sanktionen. Das Tankbataillon 366, darüber haben wir neulich gesprochen, dann auch die Kampfflugzeuge, die wir hier stationieren. Das alles gehört zu unserer Mission. Zusätzliche 400 Mitarbeitende für unser Streitkräfteteam werden in Kürze folgen. Wir verschreiben uns Artikel 5, ein Angriff gegen einen ist ein Angriff gegen alle. Das ist unabrückbar. Der Präsident hatte auch in seiner Ansprache zur Lage der Nation darüber gesprochen. Wir werden jeden Zoll des NATO-Territoriums verteidigen, sollte er angegriffen werden. Niemand sollte unsere Bereitschaft anzweifeln, unsere Entschlossenheit anzweifeln. In den letzten Wochen habe ich genehmigt, dass Verbündete auch Verteidigungsausrüstung an die Ukraine liefern. Die Litauen ist hier auch mit eingestiegen. Sie haben verschiedenste Waffen geliefert, unter anderem Panzerabwehrraketen, und haben sich als Verbündete auch für die Ukraine in der Verteidigung gegen Russland gezeigt. 4 Millionen an medizinischer Hilfe werden zur Verfügung gestellt. 30 Ladungen in Lastwagen werden bereitgestellt, und um gegen die Angriffe der Zivilbevölkerung vorzugehen. Das Rote Kreuz hat vor kurzem darüber dazu aufgefordert, Hilfe für die Ukraine zu gewährleisten, und da wurde es möglich, 50 Ladungen an Lastwagen zu füllen. Und dies zeigt, wie bereit die Menschen sind, zu unterstützen. Fast 6000 Haushalte nehmen Menschen auf, und hier werden auch Antikorruptionsaktivisten, JournalistInnen, MenschenrechtsaktivistInnen, alle finden hier Schutz in diesem Land. Sie sind mit Gefängnis bedroht in Russland und in Belarus in den letzten Jahren. Svetlana Tihanouskaya, die Führerin der prodemokratischen Bewegung, mit ihr konnte ich mehrmals auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz sprechen. Wir sind sehr dankbar, dass wir hier die Unterstützung von Litauen bekommen. Die Einheit soll, es gibt eine Einheit, die Lukaschenko in Belarus zur Verantwortung ziehen soll, und diese Einheit wird auch hier in Litauen abgehalten. Es wurden auch zum Beispiel Roman Polisevich, dem Blogger und Dissidenten, hier Schutz geboten. Ein belarussisches Kampfflugzeug zwang sein Flugzeug zu Boden, und er wurde hier festgehalten, in Belarus festgehalten. Und wir fordern außerdem auch die Freilassung aller Menschen, die ungerechtfertigt festgehalten werden, einschließlich der Demonstrantinnen und Demonstranten, die gegen den Kreml in Russland demonstrieren. Gestern zum Beispiel soll es zu 4600 Festnahmen im Zusammenhang mit den Protesten gekommen sein. Eine Bedrohung der regelbasierten Ordnung irgendwo auf der Welt kann die gesamte Ordnung überall gefährden. Jede Nation ist frei zu entscheiden, mit wem er oder sie handeln möchte. Deswegen ist es auch wichtig, die kommerziellen Handelsbeziehungen mit Taiwan weiterzuführen. Und die Europäische Union und Litauen sollen hier in eine andere Richtung bewegt werden. Wir müssen die Regeln verteidigen und den Handel fair halten. Es geht darum, die Stabilität aufrechtzuerhalten, die Souveränität zu respektieren. Aber was jetzt die Situation angeht und
China hat auch die militärische Operation in keiner Weise irgendwie verdammt. Und von daher sprechen die Aktivitäten aus Peking deutlich lauter als die Worte. Jedes Land hat die Chance und die Möglichkeit, seine eigenen Verbündeten zu suchen, auch was die wirtschaftliche Resilienz angeht. Wir haben Kredite gewährt, 600 Millionen, um die Exporte in Richtung Litauen zu vereinfachen. Gerade was Biotechnologie und Halbleiter angeht, ist es sehr wichtig. Unsere Kollegen waren gerade hier, um hier das Engagement zu unterstützen und um unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit zu unterstützen. Litauen steht für diese demokratischen Prinzipien und darum kann Litauen sich darauf verlassen, dass die Vereinigten Staaten hinter ihm stehen.